Hallo und herzlich willkommen zu diesem tollen neuen Video. Heute gucken wir uns die Shikawa Easy Acryl an in dem Colorway Sky und wir gucken mal, ob die Pfeife 300 Euro wirklich wert ist. Und dann starten wir direkt. So, starten wir nun mit dem Unboxing. Hier haben wir erstmal die Verpackung. Easy Acryl ist die Shikawa Variante und mir gefällt das Design des Kartons extrem gut. Man sieht so ein paar Elemente der Pfeife, ein paar andere Elemente, noch ein bisschen blaue und pinke Rauchwolken. Hier sieht man nochmal Acryl Sky ist die Variante. Die Easy Acryl, diese Schrift, die ihr jetzt gerade seht, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schön. Ein bisschen hässlich. Ja, aber sonst ist der Karton von außen super schön. Hier sehen wir auch schon direkt das Mundstück. Das ist relativ massiv, aber halt auch nicht zu schwer. Also es liegt echt ganz gut in der Hand. Das ist hier nochmal extra so eingepackt. Hier sieht man auch nochmal den Schriftzug Shikawa. Und genau, unter dieser weiteren Plastikabdeckung ist dann das Herz. Hier noch so ein paar kleine lustige Spielsachen. Im Prinzip ein Duftbäumchen und noch drei Sticker. Finde ich ganz lustig. Und genau, dann sehen wir auch schon die Hauptbestandteile der Pfeife. Fangen wir erstmal mit dem Tauchrohr. Was mir hier absolut nicht gefällt, ist, dass wir einen Plastikdiffusor haben. Bei einer 300-Euro-Pfeife finde ich nicht, dass da noch ein Stück Plastik hingehört. Und vor allen Dingen ist es richtig billig, es stinkt und deswegen benutze ich dieses Teil auch nicht. Ich rauche die Pfeife ausschließlich ohne Tauchrohr. Kommen wir auch schon zum Herzstück, und zwar der Rauchsäule. Die ist komplett aus Edelstahl und diese bunten Farben, ne, das Weiß und das Blau in der Mitte, das ist halt Acryl. Und genau, die Feder, das ist eine echte Feder. Ich weiß leider nicht, ob die auch aus Edelstahl ist. Könnte ich mir aber vorstellen. Und ja, finde ich sehr schön, die Rauchsäule, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Hier sehen wir quasi den Schlauchanschluss. Der ist magnetisch und dementsprechend relativ stabil, auch an der Pfeife. Ja, man sieht es hier ganz gut, ich kriege es echt nicht so leicht ab. Und man sieht aber ganz gut, dass er dann zuhakt. Das ist ein sehr schönes System. Genau. Dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter runter rein. Da haben wir dann die Silikondichtung und halt auch noch mal hier diese Kopfdichtung im Prinzip. Die funktionieren auch beide sehr gut. Da sieht man auch schon den Kohleteller. Das ist noch mal Shikawa eingelasert. Würde ich jetzt so prinzipiell sagen, der Kohleteller hat eine ganz gute Qualität. Ist ganz gut entkratet und drauf kriegt man ihn auch relativ easy. Also man dreht das oben ab. Und dann legt man das da drauf. Ist halt wie bei jeder anderen Pfeife auch. Und unten drunter ist noch ein Schlauch dabei. Das heißt, man kann quasi direkt loslegen, wenn man einen Kopf und einen Aufsatz dazu hat. Ja, das war's erstmal zum Unboxing-Teil. Wir gucken uns jetzt noch mal ein paar Sachen im Detail an. So, jetzt bauen wir die Pfeife auch noch einmal auf. Und genau, ziehe noch mal kurz das Ding raus. Und die Teile sind halt wirklich sehr überschaubar, also man kann sie wirklich schnell zusammenbauen. Und das ist, finde ich, immer ein ganz guter Vorteil, wenn man es echt schnell aufbauen kann und dann ist es auch dementsprechend einfach zu reinigen. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal benutzt und Reinigung ist super entspannt. Erstmal fummel ich hier dieses Gummiteil drüber. Das sitzt auch erstaunlich gut auf meiner Bowl, also es ist mir bis jetzt noch nicht runtergerutscht. Das habe ich bei anderen schon gehabt. Und also die Gewinde sieht man hier ja recht gut. Laufen echt gut, also wenn er einmal den Anschluss gefunden hat, dann funktioniert es auch. Die Feder kann man auch so ein bisschen drehen und spielen. Man kann das ganze Ding auch noch aufbauen. Kohleteller oben drauf, easy. Dann noch dieses Verschlussding darüber, gar kein Problem. Und dann ist das Ding eigentlich schon fertig. Schlauchanschluss noch rein, rein theoretisch müsste noch ein Schlauch daran, aber ja, es geht ja nur ums grobe Zeigen. Und fertig ist die Pfeife aufgebaut. Ne? Ist ein schönes Ding, schön easy. Den Diffuser schmeiße ich gleich nochmal fürs Rauchverhalten ab. Den Kopf, den ihr gerade seht, das ist der Hukain Lip Lip Pro. Und als Tabak, der da drin ist, haben wir einmal den Almasiva Löwenherz und von Darkside den Falling Star. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt, und zwar dem Rauchverhalten. Wie raucht er? Wie ist der Durchzug? Was kann die Rauchentwicklung? Und natürlich, wie ist der Blow-Off? Das gucken wir uns jetzt alles nochmal an. Ihr seht das jetzt im Hintergrund, wie ich ein bisschen mit der Pfeife geraucht habe, wieso die Rauchentwicklung ist, wie der Blow-Off funktioniert.
Und ich labere jetzt einfach mal so drauf los. Ich habe jetzt mit der Pfeife so 10 Mal, glaube ich, schon geraucht. Unterschiedliche Setups, unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Kopfadapter, etc. Unterschiedliche Tabak auch, ne? Ob ein Dark Blend oder Virginia. Alles schon durchprobiert. Und mein Fazit ist sehr positiv. Also fangen wir erstmal an mit dem Durchzug. Der Durchzug ist jetzt nicht so gut tatsächlich. Das liegt daran, dass dieser Adapter, dieser Schlauchadapter, nur ein recht kleines Loch an Luft zulässt. Also der Durchzug ist dadurch, also er leidet halt dadurch, weil einfach wenig Luft reinkommt in den Schlauch. Und dementsprechend ist es ein bisschen schwieriger, auch der Anzug. Finde ich aber nicht persönlich so störend, weil ich bin es relativ, also ich bin es gewohnt, dass es relativ easy ist anzuziehen und dementsprechend finde ich es ganz nice, auch mal eine Pfeife zu haben, wo es ein bisschen schwieriger ist. Qualm tut er natürlich gut und das liegt ja, wie gesagt, habe ich auch schon mehrfach erzählt, nicht an der Pfeife, sondern immer eher am Kopfbau. Aber natürlich kann es auch an der Pfeife liegen, wenn die zum Beispiel schlecht abgedichtet ist etc., dann ist der Rauch auch schlechter. Funktioniert hier aber perfekt. Also Dichtung funktionieren. Top. So, das Blow-off. Das habt ihr jetzt schon mehrfach gesehen. Ich finde es sehr, sehr schön. Also es hat so diesen leichten Vibe, dass es aus dieser Feder kommt. Es kommt nicht aus der Feder, es kommt oben aus dem Teller quasi runter. Also da quasi, wo die Feder endet. Da ist quasi dann der Blow-off, wo es runterkommt. Und es sieht aber halt so aus, als würde es aus den Federn seitlich so rauskommen und dann nach unten strömen. So ein bisschen wasserfallähnlich. Mag ich sehr gerne. Ich rauche sehr gerne mit der Pfeife. Ist sie 300 € wert? Ja, schwierig natürlich. Ne? Nicht jedem ist diese Pfeife 300 € wert. Ich habe sie jetzt auch für 200 gekauft bei Onel. Und für 200 kann man sie sich auf jeden Fall nehmen. Ich würde sagen, sie ist auf dem gleichen Level wie eine Alpha Hooker oder wie eine Dosha. Wenn man sie so für diesen Preis kriegt oder für 200 €, und die kostet ja normal 300 bis 310 oder manchmal habe ich sie auch dauerhaft gesehen für 260, das variiert so ein bisschen, würde ich sagen, sind die alle so auf einem Level. Also Alpha Hooker, Dosha oder Shikawa oder auch Mami Customer, alles sehr ähnlich, ähnliche Pfeifen. Natürlich raucht jeder anders. Ich kann aber die Shikawa empfehlen. Wer jetzt nicht so den großen Wert auf so einem harten, auf so einem extrem weichen durchzulegt. Also wer ein bisschen Widerstand haben möchte, der aber nicht unangenehm ist, der wird mit dieser Pfeife nichts falsch machen. Die Pfeife gibt es auch in sehr vielen unterschiedlichen Colorways und ich persönlich finde sie sehr schön. Einziger Kritikpunkt, den ich halt habe, ist der minimal schlechte Durchzug und ganz schlimm finde ich dieses widerliche Stück Plastik, was dort als Diffusor verbaut wird. Und damit beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr Fragen zur Pfeife habt, schreibt sie ruhig. Ich beantworte gerne alle Fragen. Und dann habt noch einen schönen Tag. Macht's gut.